Naja. Ups, hab schon wieder rausgeklickt. Es sind schon ein bisschen zu viele Ungereimheiten, da würde ich Ja, gar nicht mehr also, nee. nachfragen. Nee, komm. Geh bitte wieder. Also das mit dem Inwelt-Issuing City. Ich weiß nicht. Okay, wir haben 15 Dollar übrig, die wir jetzt zu unserem ersparten. Wir haben Erspartes und 45 Dollar und 50 mussten wir zahlen. Jetzt haben wir nur noch 15 Dollar. Wins. Warte mal. Republican Tracks Star Wanted for Murder. Wins Less Trades. Whereabouts unknown. Has likely fled. Replika. Okay, also dieser Wins ist böse, oder was? Girlfriend killed in. Okay, so sieht er aus. Wins. Böser Wins. Wollen wir mal gucken. 27. Rufen wir November. mal schon den nächsten rein. You are now authorized to detain suspicious individual individuals to enable detention option. Alles klar, wir können jetzt Leute aber festnehmen lassen. So, jetzt habe ich dem Kerl nicht richtig zugehört, wie es sich für einen Beamten gehört. I have a job here. I remain for 8 weeks. Passt. Jupp. Jupp. Nope. Wie heißt du eigentlich? Jasir. Komm, nimm dein Zeug und geh wieder. Ich will dich nicht gleich einbuchten. Was haben wir denn hier? Benjamin. Schon wieder dieser komische Pass. Benjamin Na, Grinskarov. abgelaufen ist er auf jeden Fall. Da meckern wir gerade mal deswegen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da, nimm dein Zeug. Next. Sie abgelaufen sind oder nicht. Okay. Vince. Vince! Ach, Das da ist der ist er ja. Typ. Ja. Obwohl eigentlich so weit der Pass und alles steht, aber der Name ist halt. Kann ich da nicht irgendwie. Kann ich nicht sagen, hier, Hilfe, Hilfe, Mörder. Ja, wie kannst du den jetzt festnehmen? Ja, eigentlich normalerweise kann ich den halt festnehmen, indem ich. Ja, das ist mir klar, dass das passt. Kann ich nicht sagen, ja, ist ja gut, warte mal. Hier, da. Jo, Wins. Und tschüss. Kriegt man dafür dann einen Bonus? Das Nee, weiß ich oder? jetzt nicht. Das habe ich noch nicht im letzten Test gehabt. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal dann. Du sollst ein Kerl sein? Ich bin mir nicht so Bernd sicher. hat einen Schnurrbart. Hat er das? Das könnte auch ein Schatten sein von einer dicken Nase. Transit Couple Days. Andrew Detering. Sieht gut aus. Also soweit stimmt alles, also was ich sehe. Ich frage mich halt nur, was hier mit dieser. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ich krieg bestimmt gleich so ein Issuing. In-World Issuing City. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich das verhindern kann. Gut, das ist eine Frau. Doch, eine Frau. Das ist doch keine Frau. Das ist ein halber Sumo-Ringer.
Rowan Zerowski. Sieht aber aus wie eine Frau. Passing through for 2 days. Nee. Kein Mann zieht sich freiwillig in einen pinken Pullover. Nee, egal. Ja, Rico, genau. Ich hätte ihn nicht durchlassen. So, was haben wir denn da? Visit. Eine Frau? Ernsthaft? Na gut, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, Ciao, Sonny. Sonja. Tschüss. Ciao. User disconnected from your channel. Okay. Sie möchte nur durchreisen. Das ist ein Vibe, Nummer. Nathalie. Magno. Die Nummer Ja, stimmt. soweit stimmt alles. Trotzdem kommt mir so vor. Falsches Dokument, sorry. Ich bin echt nicht für so einen Job geschaffen hier. Geh. Okay. Invalid Issuing City. Hä? Warum? Elisa Lindberg. Ja. Weiblich. Pass through. I don't plan to leave. Das willst du nur durchreisen. Ja. Ist klar. Könnte ich nicht sagen, weiß ich nicht. Würde sie aber durchlassen. Ja, schon. Ich frage mich halt nur, was dieses mit diesem Issuing City. Kann ich auch nicht sagen. Das finde ich halt komisch. Das wird uns noch öfter passieren. Ich sollte mal hier mein Rulebook offen haben. Was wollte der Immigrate? Okay. Mich mal genauer kontrollieren. Das sieht komisch aus, ne? Weil das stimmt alles Ja, bei aber ich ihm. meine nur, Hier wenn er das wirklich stimmt für immer alles. bleiben möchte. Male. Author Grus in Antegria. Gibt's da einen Otter Gruß? Gibt's doch da gar nicht. Otter Gruß. Was ist denn das? Ach nee, wir sind ja auch beim falschen Land gerade. Da, Otter Gruß. Ja, passt. Lass Müssen wir ich jetzt dann. jedes Mal dieses komische Land da noch kontrollieren? Wenn Das ist man es ja richtig voll macht, heftig. Ist ja müsste voll man das, heftig ja. viel dann. Wenn wir jedes Mal in der Dings gucken müssen. Also im Laufe des Spieles muss man das sicher wirklich des Öfteren. Hier, da. Ich brauche dein Entry Permit. Ach, sorry. Gib her. Was? Wie? I you back? Ja. Dumm gelaufen. Sorry, aber. Tja. Regeln sind Regeln. Kann ja jeder kommen und behaupten, dass er stirbt, wenn er zurückgeht.
Applicants entering after 6 PM are unpaid. Space key to toggle inspect mode. Was? Okay. Was? Upgrade Booth, was ist das denn? Geben wir dafür Geld aus? Boah. Okay. Aber was ist Heat? Heizung. Kannst du da auswählen? Achso. Hab ich kein Geld für. Das heißt, wir können uns mehr Heizung mehr leisten. Der Wind ist, glaube ich, wieder auf freiem Fuß, so wie ich das verstanden habe, oder so. The Ministry of Labor has instituted a special program to control immigrant drivers entering for work require a valid work pass. Helps you. Alles klar, dann holen wir mal unser Rulebook wieder raus. Ich bin nur, also es ist ja ein ganz süßes Spiel und ich finde es ja auch ganz nett. Aber ich glaube, für ein Let's Play könnte sich das extrem in die Länge ziehen. Ja, wer es gucken will, guckt's, wenn nicht, nicht, ne? Solange ich Spaß dran habe. Was hat er denn jetzt gesagt? 8 weeks work, jupp. Jupp. Erki Antonov, jupp. Ja. Hier, das kannst du schon mal wieder haben. Enkyo. In Impor. Ja. Alles noch gültig. Und er ist männlich. Stimmt. Auch wenn er kurz beim Friseur war. Ja, da fragen wir ihn gleich nochmal nach. Alles klar. Computer sagt ja. Next. Work. Half year. Jupp. Alena Mully. Oh, und ja, den packen wir mal da unten hin. Alena Mully. Obristan. Da musst du. Yep, okay. Der Code ist auch in Ordnung. Da, nimm dein Zeug. Was? Ach so. Die ist selten. Dani Ludum wieder mal. Den kennen wir ja schon aus dem Let's Test. Du vielleicht noch nicht. Das ist die nette Tänzerin, die von Dani Ludum verfolgt wird und später eventuell getötet. Sean Calum